Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Guten Tag. Ich weiß gar nicht, wie ich das Video richtig starten soll. Ich habe, glaube ich, vor 2-3 Tagen einen echt lustigen Anmachspruch in meinen Instagram-DMs gefunden. Wie war das? Da hat einer so ein Hundesmiley geschickt und danach so irgendwie, sorry, mein Hund verirrt sich immer in den DMs von hübschen Typen oder so. Da dachte ich so, oh Gott, war der flach, und hab das gepostet und mich drüber lustig gemacht. Und dann einen Tag später kam nochmal so eine. Die blende ich euch mal ein. Da hat's mich voll erwischt. So ein Foto von so einem Auto, was zu Schrott gefahren das war. Und dann, ups, da ist wohl mein Auto in deine DMs gecrashed. Denke, wir müssen jetzt Nummern austauschen, um das mit der Versicherung zu klären. Dann dachte ich mir so, okay. Das ist sehr kreativ. Jetzt reicht's. Das kann doch nicht wahr sein, was es da für Anmachsprüche gibt. Und dann habe ich euch gefragt, schickt mir doch mal eure verrücktesten Instagram-Anmachsprüche. Bianca, und was da so alles reinkam, würde ich dir jetzt gerne mal vortragen. Und würde gerne das heißt, mal deine. Ich reagiere jetzt auf deine privaten genau, DMs, ja? Deine Reaction hätte ich jetzt gerne. Okay, du musst es selber vorlesen, dann ist es am lustigsten, okay? Okay. Erste DM. Vorlesen, ne? Du musst sofort lesen. Okay, okay. Ich hoffe, ich kann damit bei dir landen. Oh. Okay, du musst jetzt Punkte vergeben. Man antwortet wahrscheinlich eher drauf. Ne? Nein. Echt nicht? Ich würde nicht drauf antworten. Also, wenn ich Single wäre, würde ich, glaube ich, eher so ein Lachsmiley drauf antworten oder so. Echt? Das ist schon, wenn ich den noch nie gehört hätte. Ja, okay. Ja, den finde ich irgendwie nicht so gut. Flugzeug. Kann ich bei dir landen? Ist doch mega witzig. Ja. Also, das ist ein Screenshot von, wo man Kontakt eintragen kann. Natürlich, da kannst du mir beim Ausfüllen helfen. Ja, okay, das ist cool. Wobei das ja nicht zu 100% bedeuten soll, dass ich meinen Kontakt da eintragen soll. Nee, den von der Freiwilligen Feuerwehr sollst du da eintragen. Ja, vielleicht. Wer weiß. Aber du musst jetzt erstmal Punkte vergeben. Was hat er da vor mit dem Flugzeug? Wir, einfach Punkte. Von so eine Mischung aus Kreativität und würde bei mir ziehen. Ja, aber von 1 bis 10 Punkte, oder was? Ja. Kann ich ja nicht wissen, wie du deine Punkte gerne verteilst. Sehr gut. Okay, der Flugzeugpost kriegt eine 4 von mir. Echt? Ja, das finde ich okay, irgendwie nicht und so. Der? Und der ist schon cool. 6. 6 Punkte. Ja. Okay, dann zweimal. Mal gucken, was der Rekordpost wird. Okay. Deine Jeans ist ja schön und groß. Vielleicht passen wir beide rein. Hä? Ich sag nicht, dass das keine Nachrichten unter der Gürtellinie. Selbst das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist ja doch nicht mal unter Gott, der Gürtellinie. Macht das keinen Bock mit dir, das durchzulesen. Ich saß da eben, hab mich krank gelacht. Das hätte ich filmen müssen. Die Reaktion war viel witziger. Das macht doch gar keinen Sinn. Die will in meine Hose rein. Das ist. Oder mach einfach weiter. Vergiss auch deine Punkte. Boah, aber wirklich, der Ibland saß wirklich da und hat sich so krank gelacht. Er meint, aber die lustigsten Zeit, kommen noch. Seit neuestem siehst du in der Story so zerknittert aus. Soll ich mal über dich drüber bügeln? Oha, da geht aber jemand dran. Ja doch, ja, der ist gut. Aber das ist doch der 0 von 10 Punkte, dass der mal irgendwem zieht, oder? Ja, auf jeden Fall zieht der überhaupt nicht. Aber trotzdem kriegt er 7 von 10 Punkten, weil also der du glaubst, dass Leute vielleicht antworten, einfach so ein Lachsmiley oder so? Ja, doch, weil der ist schon so extrem. Was ist das denn für ein Foto? Obst, bin auf der Banane ausgerutscht und in deinen Instagram-DMs gelandet. Das finde ich lustig. Wow, krass. Also nichts gegen diese Person, aber von dem fand ich den auch am lustigsten. Nee, ich finde es super lustig. Das ist so Seniorenhumor. Lustig. Also da würde ich Lachsmileys drauf antworten, wenn ich Single wäre. Das ist nicht lustig. Das ist doch tausendmal lustiger als, kann mein Flugzeug bei dir landen. Ansichtssache. Wie lange hast du überhaupt? 20 oder so. Okay. Ich krieg viele Anmachsprüche. Oh. Entschuldige bitte kurz, ich bin von der Knutsch-Bundesbehörde. Ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, dein Kusstalent zu testen. Boah, Leute, das finde ich ja so schlecht. Jetzt, also würde von mir 0 von 10 Punkten geben. Ich glaube, da würde ich einfach, wenn, so einen aggressiven oder einfach blocken. Ups, jetzt ist mein Pferd in deine DMs geritten. Na, dann steig doch direkt auf, dann reiten wir zusammen weiter. Oh. Aber ich finde es lustig, so diese Verbindung zwischen Smiley und Geschichte dahinter. Der ist geil. Das ist mit einer der geilsten. Kann es sein, dass ich ein Lichtschalter bin, weil du mich die ganze Zeit anmachst? Hä, wie kommen die Leute überhaupt darauf, dann immer so Bilder dazu zu schicken? Ja, weil ich in meiner Story ja auch eins repostet habe, wo ein Bild vorher war. Da haben das ganz viele gemacht, finde ich mega witzig. Generell erstmal die Kombi zwischen Bild und Text finde ich ultra lustig. Das verstärkt einfach diesen Effekt und diesen Spruch. Man stellt es einfach mit den Knochen.
Aber also da würde ich safe drauf antworten. Das finde ich so witzig. Das finde ich auch sehr lustig, aber ich kannte den schon. Hast du dir vielleicht geschrieben? Wenn man wirklich an jemanden interessiert ist und will die Person anschreiben oder so. Es darf aber nicht zu bescheuert sein, weil darauf antwortet keiner und zu pervers. Ja, dann kommt es so, als würde man sich lustig machen. Ja, ne? Also hier würde ich auch drauf antworten. Das finde ich lustig. Du wirst von Tag zu Tag hübscher. Heute siehst du schon aus wie nächste Woche. Oh. Das ist ja super. Den hatte ich aber noch nie gehört. Den habe ich auch nicht gehört. Du, da würde ich mich drüber freuen. Da wurde aber an mich geschrieben. Du tust gerade so, als hätten die Leute es an dich geschrieben. Kreativ. Oh hey, Sturm Sabine hat mich hier reingewählt. Okay, das ist geil. Vor allem, weil es ist so situationsbedingt. Ja, weißt du? Ist halt auch nicht so ein typischer Anmachspruch, sondern... Weißt du, da bin ich jetzt. Ja. Komm mit mir klar. Wenn man sowas sagt, was so situationsbedingt ist, dann weißt du, den Spruch hat er noch nicht bei Tausenden ja, gebracht. Weil dann wäre er ja geblockt worden, weil man nicht so viele Nachrichten schreiben darf. Was? Nein, das ist richtig kreativ. Ja, einfach an Wetterverhältnisse anpassen. An Wetterverhältnisse? Ah, komm, ja, so krass ist der jetzt nicht. Aber doch, ich finde das sehr cool. Aber mit sowas bist du halt im Gespräch und hast wirklich eigentlich keinen dummen Eigentlich ist das ja kein Anmachspruch. Nein, das ist überhaupt kein Anmachspruch. Es ist einfach so, hey, ich bin jetzt in deinen DMs. Aber das Mal, die sieht aus wie ein Furz. Ja, das stimmt. Ein Keks? Huch, mein Keks ist weggerollt. Aber wo ich jetzt hier bin, magst du was abhaben und einen Kaffee trinken gehen? Das ist so ein typischer Spruch, den sich die Sigi 1954 an den Gerd 1949 über Knuddels schickt. Ich habe aber einen großen Altersunterschied. Das ist so, ich möchte was Lustiges über dieses Internet schreiben und ich bin schon so hip. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal durch deine DMs laufen? Der ist gut, oder? Der ist sehr gut. Oh, ist das witzig. Aber weißt du, was wenn sie das jetzt sogar echt noch genau, das wollte ich gerade sagen. Es wäre richtig lustig, wenn sie das wirklich wäre. Ja, das Bild sieht zu professionell aus. Nicht, dass ich irgendwie... Boah, aber stell dir mal vor, du bist so Sportler und dann hast du so ein Bild von dir einfach, wie du läufst und das schickst du dann einfach Leuten mit diesem Spruch. Das finde ich ja ultra lustig. Ich glaube, der kriegt auch 8 von 10 Punkten von mir. Aber weißt du, was du mal machen kannst? Du könntest dir mal ein Fake-Profil erstellen und fremden jungen Frauen solche Anmachsprüche schicken. Wäre eine witzige Idee. Ey, dann teste ich die mal, wer am besten zieht. Genau. Dann versende ich jeden dieser Nachrichten 10 Mal genau. Und gucke, wo ich am meisten Antworten genau. kriege. Das finde ich mega geil, die Idee. Dann suchen wir uns 10 Boah, gib mal einen Daumen nach oben. Aber nur, wenn das Video hier gut ankommt, dann mache ich das. Das ist der Beste. Der Beste. Kann das sein, dass du gerade davon gegessen hast? Ich finde, es knistert so zwischen uns. Okay. Ey, ist der nicht krass? Das ist wirklich der allergeilste. Weil das einfach, aber dafür musst du das Eis halt kennen, ne? Kennt ihr dieses Kaktuseis da oben drauf? Ist immer so eine kleine Haube mit so Knisterzeug. Alter, wie kreativ ist das? Boah, das ist übelst kreativ. Der gibt safe 10 von 10 Punkten. Was ist das? Der allergeilste. Oh, sehr gut, sehr gut. Okay, sorry, kurze Frage, aber bist du das? Ich fühle mich nämlich extrem angezogen zu dir. Ein Router. WLAN-Router. Aber warum? Der zieht doch einen nicht an. Du hast Empfang, du verbindest dich mit deinem Handy, du. Man könnte da einen Magneten hinmachen, dann könnte man sich angezogen fühlen. Oh Gott. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum soll man sich zu einem WLAN-Router angezogen fühlen? Ja, weil du dein Handy damit verbindest, weil... Ach, dann wirklich, hätte man hör auf. Schreiben, ich fühle mich nämlich extrem verbunden zu ja, dir. Ja, antworte ich der Person gleich, dass sie da einen Fehler gemacht hat. Jetzt mach weiter, du und bist halt, blöd. Du bist richtig sauer, dass ich dir nicht so... Ich habe einen richtigen Lachkick bekommen, als ich die Nachricht bekommen habe. Wie? Ja. Eine Fernbedienung? Ups, jetzt habe ich wohl tatsächlich meine Fernbedienung in deinen DMs vergessen. Schick sie bitte zurück, bevor Leo sie findet. Aber wo komme ich denn jetzt, wie soll ich das machen? Dann schickt sie mir ihre Adresse und dann ist sie aber keinen Schritt näher. Das stimmt, ja, absolut richtig. Macht für diese Person überhaupt gar keinen Sinn. Oh, aber schickt ja ein Absender meistens drauf. Oh, das wäre aber eine ganz, ganz clevere Nummer, um eine Adresse rauszubekommen. Weiter geht's. Ne? Hey, ich bin Möbelpackerin, darf ich dir beim Ausziehen helfen? Okay, das ist krass. Das ist geil. Ich hab mich geschmeichelt gefühlt. Oh, das glaube ich. Jetzt mach weiter. Tun dir deine Füße nicht weh? Du gehst mir ja schon seit Wochen durch den Kopf. Oh, der ist ja geil. Jetzt muss ich mir direkt vorstellen, wie so ein kleines Männchen durch deinen Kopf läuft. Okay, krass. Ich merke, wir haben gerade komplett unterschiedliche Ideen und Wahrnehmung und Empfindungen von dem, was wir cool und nicht cool finden. Findest du nicht? Exakt das, was du cool findest, finde ich uncool. Der kriegt auch 10 von 10 Punkten von okay, mir. Okay, Bianca. Ich finde den mega. Verstehst du den Witz? Ich hab's verstanden, ja. Der läuft seit Wochen. Deswegen könnten eventuell die Darum habe ich den Screenshot gemacht. Ja. Ich glaube, den finde ich sogar am allerbesten.
Bist du Google? Du bist nämlich alles, was ich je gesucht habe. Oh, das ist aber süß. Wieso ist das denn süß? Das ist ein Anmachspruch. Das wäre süß, wenn ich dir das jetzt schreiben würde. Aber wenn der Harald48 dir das jetzt schreibt, warum ist denn das süß? Egal wie ich reagiere, du kritisierst meine Reaktion, wenn ich was blöd finde, wenn weißt ich was lustig finde und wenn ich dann hätte ich auch upscreenshotten können, das haben auch ganz viele geschrieben. Wenn du eine Kartoffel wärst, wärst du eine Süßkartoffel. Siehst du? Okay, wir müssen das Video nochmal drehen, dann mache ich Screenshots von Bibis Humor. Guck mal, was ich für einen trockenen Mund habe. Hast du vielleicht eine nasse Zunge für mich? Oh, oh nee, sowas schickt man doch nicht. Das ist so ekelhaft. Das ist wirklich ein bisschen eklig. Wenn ihr wüsstet, wie viele Nachrichten ich nicht mit reinnehmen konnte. Du stinkst, wollen wir zusammen duschen? Das ist wahrscheinlich jetzt wieder so ein Ding, wo du dich tot drüber gelacht hast, ne? Ich hab geschmunzelt. Ja, das war ja klar. Ich hab extra einen rausgenommen. Da hat einer geschrieben, ich hab mein ganzes Bett voll gekackt, darf ich heute bei dir schlafen? Was ist ekelhaft? Wenn jemand diesen Spruch benutzt, um wirklich bei jemandem zu landen, der hat doch eine Vollmeise. Da stehst du im Club so, ey, sorry, ich hab heute Nacht mein Bett voll geschissen, kann ich vielleicht bei dir schlafen? Ey, ja klar, Mann, komm mit, scheiß mein Bett voll. Das war's mit dem Video, schaltet unbedingt bei der Bibi ein. Kennt ihr die auf diesen Kirmes, auf diesen, wie nennt ihr das? Diese Greifarme. So, diese Greifarme so. Ja, ich glaube, ihr wisst, was wir meinen. Da haben wir in einem Stofftier-Greifautomat, haben wir einfach mal gedacht, was passiert, wenn wir da über 100 Euro reinstecken. Wir waren so erfolgreich, Leute. So viel kann ich schon mal verraten. So, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Gebt einen Daumen hoch für einen Teil 2. Dann kannst du ja mal in deine DMs schauen. Ja, dann such mal wirklich lustiger aus. Dann such mal deine Anmachsprüche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.